So, ich möchte dieses sehr wichtige Thema ansprechen und dir sagen, auf gar keinen Fall den Probeschwung vermeiden. Der Probeschwung ist erlaubtes Training auf dem Platz, aber du musst deinen Probeschwung richtig einsetzen, damit der dir wirklich helfen kann. Also für mich ist der Probeschwung absolut Gold wert. Ich kann einmal vor dem Schlag das, was ich mit Ball machen möchte, trainieren. Aber es muss identisch sein. Technik, Schwunggeschwindigkeit und der Schwunggedanke, den man gerade verwendet. So, ich möchte, dass ich im höchsten Punkt des Schwunges meinen Kopf mir über den Ball habe. Das ist mein Schwunggedanke. Und das werde ich jetzt denken. Aber ich werde die gleiche Schwunggeschwindigkeit verwenden. Das ist jetzt ein Eisen 5 vom Tee. Ich trainiere meine paar 3 Abschläge gerade. Das fühlte sich sehr, sehr gut an. Und diesen Probeschwung habe ich wirklich in mein Gefühl, in meiner Erinnerung. Und das werde ich einfach jetzt wiederholen. Und ja, da hat mir einfach der Probeschwung geholfen, einen wirklich guten Schlag auszuführen. So bitte, Probeschwung ja, aber richtig.